Der Konsument hat das Wahlrecht einmal primär zwischen Verbesserung und Austausch. Das Ganze hat seine Grenze in der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, wenn beispielsweise ein Austausch für den Unternehmer wirtschaftlich günstiger käme als eine aufwendige Reparatur, die auch womöglich viel länger dauern würde, dann darf er schon dem Konsumenten auch da quasi das Recht auf die Reparatur verweigern und ein Austauschprodukt anbieten.